Moin, moin ihr Lieben, und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach und bequem ein Shiny-Pokémon klonen könnt. Ziemlich coole Sache, denn hier wird es so sein, dass ihr ein Shiny-Pokémon auf mehrere Trainer übertragen könnt. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch im Laufe des Videos. Wenn euch das Ganze gefällt und die Thematik auch interessiert, dann schaut das Video auch wirklich bis zum Schluss, um diesen Prozess auch wirklich gut zu verstehen und selber einfach nachmachen zu können. Als allererstes braucht ihr einen Freund oder eine zweite Nintendo Switch, mit der ihr eine Gruppe bildet. Sobald dann die zweite Person oder eure zweite Switch im Endeffekt der Gruppe beigetreten seid, dann trefft ihr euch einmal in Zone 0. Speichert hier dann einmal das Spiel ab, damit ihr hier wieder einen Anker setzen könnt. Wenn die Geheimgewürze verbraucht werden und ihr kein Shiny-Pokémon gefunden habt, dann könnt ihr ganz einfach hier bequem resetten und habt dadurch dann keine Geheimgewürze verloren. Euch zeigen wir das Ganze heute mal am Beispiel von Shiny Eisendorn. Ganz, ganz wichtig ist hier aber zu sagen, ihr könnt das wirklich mit jedem einzelnen Shiny-Pokémon auf der gesamten Map tun. Dafür müsst ihr übrigens auch nicht in Zone 0 sein. So, sobald ihr dann einmal abgespeichert habt, euch in Zone 0 getroffen habt, müsst ihr gemeinsam ein Picknick starten. Beim Picknick, logischerweise, wollen wir auf Sandwich hinaus. Und hier machen wir wieder ein Shiny-Sandwich mit Schillerkraft 3. Und einmal Begegnungskraft 3, bei uns im Falle Typ Elektro. Sobald das Shiny Sandwich dann fertig ist, könnt ihr auch endlich mit der Jagd beginnen. Für diese Jagd müsst ihr euch an verschiedene Spots begeben, das ist so nämlich effektiver. Ich zum Beispiel bin zur Observationsstation 1 gefahren und der liebe Lenny ist zur Observationsstation 2 gefahren. Sobald dann einmal das Shiny Pokémon aufgetaucht ist, wird es hier dann jetzt sehr, sehr wichtig. Der Host, also derjenige, der die Gruppe aufgemacht hat, auf dessen Map wir uns befinden, also in dem Fall meine Map, der speichert einmal vor dem Shiny Pokémon ab. Dann kann der Gast, in meinem Fall Lenny, bei euch im Fall wird es euer Freund sein oder die Freundin natürlich oder auch die zweite Nintendo Switch. Dieser encountert dann nämlich tatsächlich das Shiny Pokémon. Dann schaltet, sobald der Gast einmal encountert hat, der Host, also der ich in dem Fall, ich schalte das Spiel dann einmal ab und starte es dann logischerweise auch direkt nochmal neu, denn ich werde dann einfach in meiner Welt direkt vor demselben Shiny-Pokémon stehen, obwohl Lenny es auf seinem Spielstand gerade schon gefangen hat. Und wie ihr seht, stehe ich dann auch direkt vor demselben Shiny-Pokémon, wenn ich das Game dann einmal neu geladen habe. Jetzt kann ich das logischerweise einfach ganz bequem fangen und mir hier auch Shiny-Eisendorn besorgen. Das Coole an der ganzen Sache ist, dass wir beide ein Shiny Eisendorn haben, wo wir beide als Originaltrainer eingetragen sind. Das zeige ich euch mal in den Screenshots vom Lenny und natürlich auch von mir. Und wie ihr seht, bei mir ist Jan eingetragen und bei Lenny steht Lenny, obwohl wir tatsächlich das exakt selbe Shiny Pokémon haben. Das geht im Koop-Modus, übrigens mit allen Shiny-Pokémon. Das heißt, wenn ihr mit euren Freunden Shiny-Pokémon handeln wollt, dann nutzt doch diese Methode, damit ihr auch wirklich beide das Shiny bekommt. Ziemlich coole Art und Weise, gemeinsam Shinies zu handeln. Und ich finde persönlich sehr, sehr cool, dass Pokémon Karmesin und Purpur genau das dann auch wirklich ab sofort für immer möglich machen wird in diesen Spielen. Wenn ihr genau wissen wollt, wie genau man ein Shiny Eisendorn huntet, wo genau der beste Spot dafür ist, dann verlinke ich euch mal in der Infobox ein anderes Video von mir zu genau diesem Thema. Und das, liebe Freunde, hat euch einmal aufgezeigt, wie ihr ganz bequem in Pokémon Karmesin und Purpur Shiny Pokémon mit euren Freunden im Koop-Modus klonen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann folgt mir auch liebend gerne auf Twitch, denn auch dort werde ich mit den Zuschauern regelmäßig Shiny Pokémon hunten, 5 und 6 Sterne Raids machen, Geheimgewürze sammeln und so weiter. Deswegen würde ich doch mal sagen, lasst auch dort den Support da, aber auch hier bei YouTube, lasst ein Like und ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Und ich würde doch mal sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen.